Das ist schlecht. Man sollte eigentlich nicht gehört werden bei so einem Zeug. Ja, aber ich habe zu viel gefressen. Wollen wir den... Schon, das ist, der ist halt mega nah. Da wird jetzt jeder hinfahren. Sollen wir das bisschen sicher? Ja, komm. Wir probieren es mal. Wir können selber mal ein bisschen... Wir können selber mal gucken. Jetzt muss man mal schauen, wie fahre ich da am besten, am lustigsten. Ich höre schon den nächsten, oder ist das ein... Das... Da fährt jemand. Da hinten fährt schon der nächste. Okay, die fahren schon zu einem Airdrop. Wahrscheinlich fahren sie gerade schon alle zum Airdrop. Wir gucken uns mal an. Ich könnte aus der... Wir lassen die looten, das alles aufbrechen und ballern die mit als Scharfschützen ab. Ja, das ist leider nicht nur unser Plan. Den Plan haben sehr viele. Das ist mir das letzte Mal auch zum Verhängnis geworden. Was war das denn? Ich dachte, ich wäre super schlau. Nee, das macht leider jeder. Ich werde sterben. Aber wir gucken mal. Wenn wir alles verlieren, ist das halt so. Oh toll, ich habe gerade erst alles gekriegt. Wobei, sagen wir mal so, alles looten können sie eh nicht. Dafür haben wir zu viel. Es ist hier über Leitplanke. Ich will hier eigentlich nicht durch. Eigentlich wollte ich durch den Wald, aber das ist über Leitplanke. Ist ja nicht. Alter! Eine scheiß Leitplanke. Also ich bin wirklich nicht gerne außerhalb der Safe Zone. Merke ich gerade. Es ist über Leitplanke. Ist so scheiße. Da hört's auf. Super, jetzt wo wir eh schon auf. Gut, dann können wir auch so fahren. So, wir müssen jetzt dann links. Left the zone. Ich will zurück in meine Safe Zone. Hier ist es erst spannend. Pippi, ich weiß, wie das endet. Ich bin tot und du überlebst. Aber da jetzt jeder Gott und die Welt würde da jetzt hinrennen wahrscheinlich. Ja, warum nee, ich glaube eher, dass ich als erstes sterbe und du dann desorientiert durch die Gegend läufst und dann noch weggemacht wirst zusätzlich. Weil du nicht weißt, woher ich erschossen worden bin. Natürlich nicht. Ich bin so ein Baby. Oh, schön, hier ist ein Schloss. Hier ist die Sniper Ranch. Warte mal, da bin ich außen rum eigentlich. Bin mal überhaupt außen rum? Boah, es ruckelt ein bisschen bei mir. Hier ist ein Beep-Zombie, ein Explosions-Zombie. Ja, ein Äffchen, ne? Ja. Äffchen finde ich cool. Übernehme ich. Ich dachte, das ist ein Äffchen. Ja. Wieso piep... Moment, wieso piepen bei dir Äffchen? Nein, der hat gelacht. So hihi und dann wieso lachen so, bei dir? Guck mal, ein Äffchen. Wieso lachen bei dir Äffchen? So klingt ein Äffchen. Ja, lachend? Okay. Ja, und dann hat's gepiept und dann war auch schon explodiert. Neben mir. Piepende Dinge sind nie gut. Merkt euch das, Chat. Wow, da sind aber zwei Leute sehr positiv eingestellt. Hallo, wir sind mega positiv. So. Ja. Ach komm, ernsthaft? Steig mal aus. Ich steig jetzt nicht aus und schiebe. Du musst aussteigen. Sonst kann ich es nicht schieben. Ja, ich steig schon. Ja, es hat gut geklappt, ne, Pepe? Jetzt stehen wir ganz drauf. Hilfe, kann uns jemand abholen? Okay, alles gleich. Steig. Oh, hallo, zu weit. Okay, jetzt. Einsteigen. Wobei wir es eigentlich stehen lassen können gleich. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Bist du schon drin? Was ist mit einer piependen Mikrowelle? Das ist doch dein Essen fertig. Ja, das stimmt. Eine piependen Mikrowelle ist gut. Essen ist immer gut. Essen ist mein Freund.
Ist PP stark, wenn er das Auto schubsen kann? Ich nehme an, dass mein, das soll schubsen heißen. Ja, schieben ist halt PP, auspacken. Nee, so, aussteigen. PP ist nicht stark. Alles aussteigen. Eine kleine Hänfling. Der Lauch. PP, der Lauch. So gut sehen. Ach, die können mich eh nicht hören. Hier noch ist er zu. Aber wir werden wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der ihn abaimt. Oder er ist wieder dazu gemacht worden. Das ich krabbel ins Gras, ne? Ist das der Baum? 200, also 300 Meter. Du nämlich abgeschossen wirst, kann ich dich vielleicht retten. Wohin steht ein Zombie, oder? Ich sehe das Teil gar nicht. Das, ach, da. Da steht ein Zombie. Ah. Weiß, ob jetzt schon einer dran ist oder nicht dran ist. Wie wollen wir es machen? Kannst du die Schlösser knacken? Wir können entweder wir laufen gemeinsam hin und probieren es gemeinsam, das Teil zu knacken und rennen dann gemeinsam wieder weg und haben die Chance drauf zu gehen dabei. Oder einer bleibt oder einer geht und einer aimt. Ich bin für beides prädestiniert zu sterben. Das wollte ich mal sagen. Das Blöde ist, also ich könnte natürlich versuchen zu aimen, aber ich werde bestimmt niemanden treffen. Und dann bist du tot. Und das finde ich nicht gut. Ich möchte nicht, dass du stirbst und das ist meine Schuld, verstehst du? Ja, wir müssen uns auf jeden Fall für irgendwas entscheiden. Ja, dann lauf ja, pass ich, auf. Weil... Nee, warte, weil ja, kann, ja, dann mach du... Hast du genug... Ja, Taschenblitzer hast du. Ein paar. Ja, ein der paar. Kann weg. Kannst du den ja, Airbro einstecken oder nicht? Da ist viel drin. Ich weiß nicht. Sehen wir dann. Eigentlich habe ich nicht mehr so viel Platz. Schlecht, du brauchst sehr viel Platz. Ich habe viel Platz. Ja, komm, warte, ich lauf. Ich lauf, du aimst ab, du bleibst hier. Ich versuche reinzurennen. Wenn mich einer erschießt, aim meine Leiche. Also beweg dich nicht, tu nichts, aim meine Leiche ab. Wenn einer versucht, mich zu looten, töte ihn. Ja, okay. Boah, das ist halt mega offen, das Feld. Ich weiß nicht mehr genau, wie das. Okay, okay. Chat, wir kriegen das hin, oder? Ich werde treffen. Ich werde treffen. Glaube ich. Da ist noch ein Zombie. Muss dann mega offen übers Feld rennen. Kann ich den Zombie umgehen? Ausdauer habe ich genug. Vielleicht sind wir gleich tot. Wenn er wahrscheinlich eh wieder ein Headshot oder sowas. Ich habe keinen Helm dabei. Ich hätte gerne meine kugelsichere Weste. Die würde zumindest die leichteste Munition würde es aufhalten. Was gesagt, hättest du meinen Helm gekriegt. Mach zu! So geht das jetzt nicht? Die Tür ist aber zu, oder nicht? Er muss das wieder zerlegen, das Bündel. Okay. Vielleicht 10 Liter hier rumfahren. Das passt schon. Den ersten habe ich. Aim das Ding weiter ab, wenn einer dahin rennt. Ja, ich bin dabei. Haben wir noch 10 Minuten, okay. Ja, ist genug Zeit. Das Wegkommen ist übrigens das Schwere, weil viele tatsächlich darauf warten, bis du das Ding leergeräumt hast. Oh, hier ist ein komplettes Robin Hood Outfit drin. Geil. Mit Bogen. Und Pfeilen. Und Köcher. Und allen drum und dran. Müssen wir mal gucken, ob ich alles mitkriege. Kann jetzt nicht in den Chat gucken, Leute, ne? Nee, sonst wird wirklich. Ja, und wenn du ein bisschen aufhören würdest, die ganze Zeit zu reden, dann würde ich vielleicht auch was hören. Oh. Alter, meine Taschen sind jetzt schon voll. Verschlossen? Ich hab den gerade geknackt.
Ich habe den noch gerade geknackt. Vor 3 Sekunden. Server-Lag wahrscheinlich. Cool, er ist unknackbar. Wir haben jetzt egal, dreimal geknackt. Der nächste. Ja, egal. Er ist unknackbar. Er geht. Sand. Gasmaske. Und Gummihandschuhe. Ja, es leckt wie Hölle. Brot. Oh, Emma Eberkede, ganz viele. Okay, den Bogen lasse ich hier drin rumliegen. Verschlossen. Was ist das für ein Bogen? Normaler Holzbogen. Ein Kodiak. Okay. Das eine lassen wir zu. So, ich komme raus. Ja. So, immer schön Schlangenlinien laufen. Muss es dem Sniper nicht noch leichter machen, wie es eh schon ist. Weil selbst wenn jetzt einer auf mich schießt, es bleibt nur weiter rennen. Ich habe ganz dolle gut auf dich aufgepasst, schwöre. Ich höre noch irgendwas. Drück die Daumen. Ja, wir sind erst raus. Also ich habe auch gedacht, das letzte Mal, wo ich das erste Mal geschossen worden bin, dass ich dann safe bin. Nee, war ich nicht. Ich wurde dann 100 Meter weiter weggemacht, weil mir einer hinterhergerannt ist. So, wir müssen über die Bergkuppe. So, ab ins Auto, ab mit dem Auto in die Safe Zone. Dahin steht das Auto. Ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Also, ach da. Hinter dir. Hm? Also fahr. Nee, lass mich fahren. Ich kann fahren, aber fahr. So, warte, ja, beschütze mich mal mit. Nicht, dass einer hinter mir steht. Ich muss kurz sitzen. Ich habe die Taschen voll. Das eine Schloss ist nervig, dass wir das jetzt nicht mitgekriegt haben. So, okay. Steig ein, steig ein, steig ein. Steig ein. Das passt schon. Einsteigen ist das riskanteste übrigens, weil du ewig brauchst, um in dieses Kack-Auto einzusteigen. Das Geile ist jetzt natürlich, jetzt springst du wahrscheinlich nicht. Ja, das passiert tatsächlich öfters. Dass es genau dann nicht anspringt. Okay, das hat bisher ganz gut funktioniert. Ich hoffe, wir sterben nicht. Fahr in die Safe Zone. Ja, jetzt muss schon einer mit dem Auto dann hinterher kommen. Also. Können die nicht Sniper aus dem Auto heraus abschießen? Doch, die können nicht durchs Fenster schießen im Auto. Aber jetzt muss er erstmal während der Fahrt dann treffen. Durch den Wald. Also jetzt, wenn er jetzt trifft, dann hat das, sag ich immer, dann hat das auch wirklich verdient. Das ist jetzt schon krass schwer. So, kannst du mir mal sagen, wo ich hinfahren muss vielleicht? Das wäre ganz nice. Ja, du müsstest theoretisch rechts auf die Straße. Okay, das ist nämlich besser, weil Sniper Range ist der Bombenzombie. Wenn er zu nah am Auto steht, macht's Boom. Da ist aber die Straße, leider, genau leider war der Airdrop halt. Der Airdrop war recht, recht scheiße tatsächlich, halt vom Loot her. Das letzte Mal einen Granatwerfer bekommen. Diesmal nichts. So, jetzt einfach rechts? Nur. Rechts? Ja. Okay. Nein! Das, genau, ja. Passt das? Ja, mal geradeaus. Genau. Ah, und dann rechts. Das mit dem Navigieren müssen wir auch nochmal üben. Ja. Frau Navi. Das, ich dachte, na, ist auch egal. Muss rechts? Nee. Kann ich gerade nicht sehen, weil der Name ehrlich da gesagt davor ist. Aber wir sind in der Safe Zone. Kann schon nichts mehr passieren. Genau. Ab hier können wir nicht mehr erschossen werden. Nice, Erdruck wird genommen. Können wir gleich nochmal tanken gehen. Okay, wir haben überlebt, Chat. Du musst einmal das komplette Robin Hood Outfit für mich anziehen. Mit deinem Bogen oder Armbrust. Darauf bestehe ich. Okay. Das hatte ich auch schon mal in der Staffel 1 in der Airdrop drin. Das sieht mega cool aus. Ich will es vor allem mal sehen. Oh, Wanni ist so lieb. Natürlich triffst du. Du bist doch der Scharfschütze, Jens. Danke. Naja, geht so. Soll jetzt dein Kopf vielleicht nicht so aufs Fenster raushalten übrigens. Hä, hab ich gar nicht. Ja, doch, gerade eben. Wie so ein Hund. Ja. das Problem ist, Pepe hat mir erklärt, wie ich das Scharfschützengewehr nutze. Ich hab's aber vergessen. Ja, okay. Oh, dann können wir noch mal auf den Schießstand nochmal gehen. Bleib schon einfach.
Es gibt einen, da wo wir gerade vorbeigefahren sind, das ist der Schießstand für Scharfschützen. Gehen wir fast mal hin. Das ist auch eine Safe Zone, ja, glaube ich. Du kannst da, glaube ich, nicht erschossen werden in dem Schießstand selber. Okay. Sicher, dass es in der Safe Zone ist? Ihr könnt auch auf mich warten. Riker, man kann bei einem Airdrop nicht warten. Das Ding läuft in einer gewissen Zeit ab und dann macht's BOOM. Und dann explodiert es übrigens. Und wenn du daneben stehst, bist du tot. Selbst wenn du, selbst wenn du 30 Meter wegstehst, bist du tot. Das Ding explodiert sehr groß. Ja, ja, ist mir schon passiert. Ja. Ist cool, die Autos sind nass. Übrigens, hast du mein Schweizer Taschenmesser noch? Das rote? Dieser verbesserte Dietrich, der ist nämlich irgendwie weg. Ich finde den nicht mehr. So. So, pass mal auf. Ein volles... Ja, ich habe übrigens noch mal ein volles Reparaturkit fürs Auto gefunden, was auch sehr geil ist. Dann kann ich das Vierer verbrauchen. Kannst du das hier mal schnell nehmen? Aufheben? Dann kann ich das mit dem Vierer das Auto reparieren. Weil sonst nimm das, wenn ich beide im Inventar habe, nimm da definitiv wieder das 20er und nicht das Vierer zum Reparieren. Ah, oh, das ist so nervig, ne? Mhm. Mega. Nicht mein Ernst. Ja, ja, ich meine auch. Das ist wirklich mega nervig. Ach so, wenn ich eine Axt habe und eine Säge, er nimmt immer die Säge, egal für was, er ist nimmt aber besser. Immer die Säge. Die Säge ist tatsächlich besser wie die Axt, weil du damit auch mehr Bäume rauskriegst, also mehr Holz beispielsweise. Ja, aber beim Fällen? Ja, auch beim Fällen kriegst du mehr Holzstämme raus, wie mit der Axt. Ja, aber die Säge geht viel schneller kaputt als die Axt. So, pass mal auf, ich stopp dir mal das komplette Robin Hood Outfit hier hin. Mit übrigens nochmal Carbon-Pfeilen, ganz vielen. Pepe, ich muss ganz kurz pinkeln. Ich wusste es. Bitte nicht gucken. Wieso bin ich in meiner Basis? Wirkt das abführend oder was ist das? Ich habe eben super viel getrunken. Ich habe übrigens so einen Bogen sehen Schalldämpfer für dich. Damit ist der Bogen ja, noch leiser. Ja, und je besser der Bogen ist, desto scheißerischer kann ich skillen. Was? Er zieht das nicht an. Warum nicht? Weil du Zeug im Inventar hast. Nein, müsste gehen. Und eine Tarnanzugshose habe ich gefunden. Ich muss hier draufklicken, alles klar. Oh, geil. Eine richtige Tarnhose. Ja, aber ich muss doch jetzt nicht mein Zeug aus. Das ganze Zeug, oder? Weil dann bin ich nämlich nackig. Das ist für deinen Stream nicht gut, für meinen auch nicht. Nein. Nimm mal dein ganzes Zeug. Nimm alles, was ich dir hingetroppt habe. Wenn du das erst in die Taschen kriegst, zieh dich zu Hause mal um und dann geh mal kurz mal in die Stadt mit Pfeil und Bogen. Wieso ist mein AWP-Magazin? Habe ich das nicht aufgefüllt, das AWP-Magazin? Wieso ist es leer? Ich weiß nicht. Oh, ich habe einen Schokokuchen. Geil. So, wo ist eigentlich... Du müsstest meine kurze Hose eingesammelt haben. Ah ne, die habe ich hier. Alles gut. Hier, MRE-Paket ist 100 Mega. Willst du... warte mal, ich droppe dir auch mal. Du warst ja an dem Ganzen hier beteiligt. Willst du Cheeseburger oder Thunfischsalat haben? Oder Rindereintopf? Rindereintopf. Rindereintopf ist das Beste wieder. Hier. Guck mal, da gibt's noch eine Limo. Und was auch Schokokuchen? Ich esse einmal von Schokokuchen, du kriegst einmal Schokokuchen. Ja. Dann haben wir geteilt. Hier und hier ist dein Schokokuchen. Lass dir schmecke. Danke schön. Auf den Airdrop. Ich glaube, mehr war ja gar nicht drin. Die Atemschutzmaske können wir verkaufen. Wobei, gut, brauchst du eigentlich. Die können wir tatsächlich verkaufen. Ich habe noch Gasmasken. Bei dem nächsten größeren Update kommt nämlich das Atomkraftwerk dazu und dann auch mit Giftgas. Und dann brauchst du sowas wie eine Atemschutzmaske, nehme ich auch. So, die Tarnanzugshose ist ganz nice. Möchtest du die haben? Ja.
Die Mist. Was? Die Tarn? Ne, so eine Chili ist so ein. Hier, warte mal, ich hab's da an. So eine Chili-Hose. Brauchst du noch das Oberteil dazu? Dann kannst du dich perfekt im Wald verstecken. Nein, behalt die. Ich habe momentan eine kurze an, weil die nicht so warm gibt, glaube ich. Ja, die ist bei mir nicht so gut aufgehoben. Ja, die gibt weniger warm. Ich habe ein komplettes Winteranzugsset, Tarnset, aber leider halt Winter. Aber da habe ich alles. Kannst du die Robin-Hood-Schuhe behalten? Du hast alles, du hast ganz Robin-Hood-Outfit behalten, ich will es nicht. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön. Cool. Kannst du alles behalten. Bin ja nicht so. Hast du Waffen oder Munition oder sowas gefunden? Nee, also es war das Robin-Hood-Ding drin, dann war Essen drin, das habe ich dir die Hälfte gegeben. Es war drin diese Tarnanzugshose in einem Ding. Was war noch drin? Diese Handschuhe und eine Atemschutzmaske war drin. Und das war es eigentlich. Mhm. Und das andere habe ich halt nicht aufbekommen. Ja, das ist bestimmt in dem anderen drin gewesen. Die Waffe, ja, wahrscheinlich. Oder das Robin Hood Outfit zählt als Waffe, weil da der Bogen dabei war. Den Bogen konnte ich halt nicht mitnehmen, weil ich keine Hand mehr frei hatte. Ja, alles gut. Der nimmt leider zu viel Platz. Ja, das Problem ist, je besser der Bogen ist, kann ich nicht mit dem leveln. Deshalb habe ich 0% bei Bogenschießen, weil ich einen guten Bogen habe. Und auch die Armbrust, die du mir gegeben hast, die ist zu gut. Ich kann damit nicht leveln. Ah, oh, okay. Aber ich finde sie halt geil. Man muss übrigens den Dietrich-Bündel, wenn man das Dietrich-Bündel hat, wie mit dem Stoffbündel, extra nochmal zerlegen, dass es dann wieder da liegt. Finde ich cool, wenn man eigentlich die Dietrich so verwenden könnte. Wie ein Schlüsselbund oder sowas wäre nice gewesen. Also du wolltest mich jetzt in meinem Outfit sehen, ne? Ja, deswegen. Kannst es komplett haben, aber ich will es einmal angezogen sehen. Ich will es selber nicht anziehen. Ja, manche. Vor allem, ja, du kannst damit gut was anfangen, weil du jetzt Pfeil und Bogen schießt viel. So, wir trinken hier mal ein bisschen was. Ich muss mich nur gleich wieder anziehen. So, warte mal, kriegst du gar eine Rauchgranate. Was ist das für eine Farbe? Oh, der Server hängt, das ist so scheiße. Wird dauernd zurückgesetzt. Rauchgranate. Farbe stehen nicht dabei, oder? Ach, das ist jetzt. So, das Werfen im Spiel ist mega beschissen. Granatenwerfen ist übrigens auch scheiße. Das letzte Mal, wo es die Granate gegeben hast du übrigens gezündet. Das war der laute Knall. So, warte mal. Du musst die Granate irgendwie. Warte mal, wie ich das geht, glaube ich. Aber ich habe keine Hose, ne? Ah, doch, so. Oh, cool. Komm mal her, ist egal. Ja, dann zieh halt irgendeine Hose an. Nein, ist schon okay. Ich komme. Ich zieh's ja gleich eh wieder aus. Oh, die ist ja lila. Ja, oder lila. Entschuldigung, das ist doch kein Pink. Ja, es ist kein okay, Pink. Es könnte. Na, es könnte Pink sein, aber für mich ist es lila. Achso, das hat übrigens, glaube ich, gar keine Hose, das Ding. Warte, geh mal weg. Also, weiter zurück. Na. Es sieht schon geil aus, muss ich sagen. Wenn du so durch die Gegend rennst tatsächlich und auf Zombiejagd gehst mit dem Köcher und allem drum und dran. Kann mich leider nicht selber sehen. Ja, das ist. Du bräuchtest den Fotomodus oder du brauchst das Supporter-Pack. Finde ich ein bisschen doof tatsächlich, dass sie nicht irgendwie das kostenlos freigeben. Weil du tatsächlich öfters mal geile Outfits findest oder einfach mal anziehen willst, nur dass du mal siehst, wie es aussieht. Oh, man kann mein Höschen sehen. Sag mal, wo sind meine Haare? Und am Hut. Ich glaube, ich hab aus Versehen meine Haare. Achso, du hast so vorhin Haare geschnitten. Hast du nicht gesagt, du hast Haare geschnitten vorhin? Nicht wollte. Achso. Und dann habe ich mir gedacht, nee, doch nicht. Ich will lange Haare. Okay. Hier Fanservice. Ziehen wir dann los? Was ist jetzt mit Riker? Nein, noch gar nicht gesehen. Weiß nicht, der bleibt. Oder nicht? Also ich würde jetzt dann losziehen. Die Frage ist, wohin? Ich würde ein bisschen weiter weg, glaube ich, fahren. Ja. Also ich, das mit dem Händler, also für mich brauchen wir nicht zum Händler. Für mich brauchen wir zum Händler, also wir fahren definitiv nur zum Händler. Okay. Aber wir gehen erstmal looten weiter. Fahren. Weil das halbe Auto ist schon voll mit Zeug von mir. So. Gut, ich habe Munition. Achso, ich kann auch mal ein MRE-Paket mitnehmen. Und Wasser. So, wir nehmen mit Thunfischsalat. Lecker.
Ich hätte noch eine Milch, wollen wir dann noch Wasser? Und eine Limettenbrause. Das ist übrigens auch ein Bug, dass die Schränke immer wieder automatisch zugehen. Das ist auch ein bisschen nervig tatsächlich. Da ist eine leere Dose. Also auch immer hier eine leere Dose drin ist. Vielleicht finden wir schon was vom neuen Loot. Vielleicht so ein Energy Drink oder das, den Benzinkanister würde ich gerne finden. Ich glaube, das ist ganz nice. Okay, ich habe Haarklammern, Dietriche. Mein Schraubenzieher ist hoffentlich noch da. 32 Schraubenzieheraufladungen, volle Magazine. Hey ho, let's go, würde ich sagen. Ja, warte. Ich habe jetzt nicht so viel. Achso, ist der Benzinkanister das hier drin voll eigentlich? Schraubendreher mit, ne? Brauchst du nicht, ich habe 32. So, und wir haben noch einen vollen Benzinkanister, dass wir wieder zurückkommen. Sehr schön. Ja, ich habe jetzt zwei mit 32. Ja, einer, wenn du einen mitnimmst, reicht völlig. Also so viel werden wir nicht brauchen. Okay. So, den knacken wir jetzt auch nicht. Okay, dann die nehme ich auch nicht mit, weil ich habe was zu trinken. Ich habe jetzt nicht vor, Polizeistation oder sowas auseinanderzunehmen. Sondern eher, wenn dann Bunker oder sowas. Dann drücke ich mal die Daumen, dass nicht direkt vor euch jemand da ist und die Händler erstmal kein Geld haben. Nee, auf dem Server haben die Händler immer Geld. Wird bei meinem auch anders da sein. Hier haben sie immer Geld und kaufen alles. Aber du kannst tatsächlich, das Geile ist, auf einem eigenen Server kannst du sämtliche Preise anpassen. Bist du sicher? Als ich mit Julio beim Händler war, war das aber nicht so. Doch, du musst halt zum richtigen Händler. Medizinisches Zeug kauft natürlich nur der Medizinhändler. Also ja, aber der hat ja auch dann kein Geld. Das steht nur unten drin, aber er kauft es trotzdem und du kriegst das. Hier gibt es unendlich Geld. Ah, okay. Da steht zwar null, aber es ist ein Bug. Warte mal, da war Draht auf dem so, Boden. So, ich bin noch mal ganz kurz weg, holen wir noch ein neues Getränkchen und dann gehen wir gleich los. Mal gucken, wohin. Okay.